gut einer Woche fällt der Startschuss zum Weltcup-Auftakt im Tiroler Ötztal. Vor dem ersten Saisonrennen nutzen zahlreiche Athleten die idealen Trainingsverhältnisse auf der Weltcup-Piste. Unter ihnen auch die Rennläufer des österreichischen und des deutschen Skiverbandes. Wir hätten mit Nummer 1 da anfangen können auch beim Training. Auf der Piste, ja, für sowas lebt man den ganzen Sommer dafür, dass man einmal sowas erwischt. Das ist gerade einfach mega. Macht extrem viel Spaß. Es ist natürlich schon immer ein bisschen eine Challenge darunter. Die Bedingungen sind top. Also der Schnee im September hat sein Übriges getan und von dem her, glaube ich, steht einem super Weltcup-Opening nichts mehr im Wege. Die Trainer der einzelnen Mannschaften sind mit den Bedingungen am Gletscher sehr zufrieden und blicken auf eine spannende Skisaison 2017-2018. Die Piste ist in einem ausgezeichneten Zustand und das schon 2 Wochen vor das Rennen eigentlich losgeht. Also für uns natürlich sensationell hier in Sölden trainieren zu können auf dem Rennhang. Bedingungen sind sehr gut, also die Sölden haben top Arbeit geleistet und im Endeffekt freue ich mich jetzt schon aufs Rennen. Seit Jahren schon ist das Ötztal die Trainings-Homebase für die US-Skistars, wo sie sich bestens für den alpinen Skiweltcup vorbereiten können und auf den Auftakt in Sölden freuen. It's so good to come here, Sölden, before the races. You can train on the hill and when it's good conditions, it's such a good feeling to go to the race and feel like, yeah, I know what it will feel like. You couldn't ask for better conditions here in Sölden right now. It's amazing. It's, you know, nice sunny days every day and the snow is good and yeah, it's been awesome. Das Wetter ist perfekt, die Schneebedingungen sind perfekt, also besser kann es nicht sein. Ebenso absolvierten die Teams aus der Schweiz, Slowenien und Italien ihre Trainingsläufe am perfekt präparierten Rettenbachgletscher hoch über Sölden. Ich kann sagen, dass ich mich gut vorbereitet habe. Ich denke, dass ich das Möglichste getan habe, um top fit zu sein und wieder um gute Platzierungen mitfahren zu können. Und deswegen bin ich gespannt auf die neue Saison. Die Weltcup-Piste am Rettenbachgletscher in Sölden ist bereit. Und für den Wettkampf müssen nur noch wenige Handgriffe erledigt werden. Ja, ich sage, also Weltcup-Piste ist eigentlich nie fertig. Wir sind jetzt eigentlich sehr weit vorangeschritten. Es ist jetzt gut für einen Trainingszweck. Aber natürlich, es kommen noch einige Sachen dazu. Wir müssen das ganze Sicherheitspaket noch weiter ausbauen. Wir müssen die ganzen Kabel noch verlegen, mit denen die Piste noch ein bisschen mit Wasser bearbeiten. Wir machen keine eisige Piste, aber ein bisschen kompakter, damit wir faire Verhältnisse haben. Und dann sind wir eigentlich relativ weit für die Rennen dann. Am Wochenende vom 28. bis 29. Oktober werden wieder rund 30.000 Zuschauer den Weltcup-Start und Winterauftakt bei hoffentlich erneut schönem Wetter zelebrieren. Dabei können sich die Besucher auf ein neues Restaurant und ein neues VIP-Zelt im Zielbereich freuen. Na, es gibt einige Neuheiten. Auf der anderen Seite gibt es ein neues Restaurant. Das Restaurant hat in Summe an die 1.000 Sitzplätze. Es hat vor allem im Freien auch noch einmal 450 Sitzplätze und das ist Bedienung und es ist Self-Service auf sehr hohem qualitativen Niveau, auch architektonisch, glaube ich, gelungen. Es war wichtig, glaube ich, dass man da wieder investiert hat.